Legend is your skipper. Clear all tide and wish you were back home. But oars are straight and cause is noble. Must protect this country's freedom. Now take off and make some noise. Let them know that we are coming, we're coming fast. In case they won't change their minds, we'll hit them and we'll hit them hard. We're clear for takeoff. Godspeed. Ja, herzlich willkommen hier zu DCS. Das war gerade der Skipper, der mir gesagt hat, was ich machen soll. Ich werde jetzt aber erstmal mein Flugzeug starten, Batterie an und Cockpit dicht, sonst ist das hier so laut. Okay, weiter geht's mit der APU, dass das hilft. Jesus, I really hope after tonight's mission that General Basavili will have a change of heart and redraw his forces from this region. Otherwise, tomorrow morning we will be at war and only God knows this outcome. Das ist das Hilfstriebwerk, das ich halt brauche, um die Triebwerke zu starten. Ich schalte hier meine DDIs ein, also meine Bildschirme auf den Nachtmodus, damit es nicht ganz so hell wird. Ich schalte auch das hier ein und das HUD schalte ich ein. Ich schalte auch mein Radar Warning System ein. Das geht aber, glaube ich, gleich erst an, wenn ich den, wenn die Triebwerke an sind. Wegen Strom und so. So, das rechte Triebwerk kann ich hochfahren. Das fährt jetzt hier hoch und ich schalte gleich aufs linke Triebwerk. So. Und ich schalte hier aufs linke Triebwerk, dann schalte ich hier noch den Sauerstoff ein. Und ich schalte hier einmal schon mal unser INS ein, unser Navigationssystem. Das muss ich jetzt noch einstellen. Das linke Triebwerk ist bereit, hochgefahren zu werden. Zack. Und ich gehe hier in den Idle. Das fährt jetzt auch hoch. Ich klicke hier einmal auf Stop, dann hört es auf zu blinken. Und ich schalte mal hier unser Flight Control System ein. Und dann kann man auch gleich sehen, wie das denn noch funktioniert. Jetzt werden sich alle beweglichen Teile hier bewegen sich einmal und werden so auf Funktionalität geprüft. Was hat ist ein bisschen hell. Ich schalte mal ein bisschen weniger hier. Oh, das ist doch vernünftig. Ich mache es hier auch mal ein bisschen hell im Cockpit. Was fehlt noch? Ah ja, genau, müssen wir unser FCS resetten, dann den Trim resetten. Was fehlt noch? Ja, die Wings und das INS Alignment, aber das läuft gerade schon. Wir stellen einmal den Trim ein, um vom Träger gleich zu starten. Hier ist er auf 12 Grad, ich stelle den mal auf 16. Na komm. Ready, Triebwerk ist gestartet. INS läuft noch, Alignment. Ist der richtige Targeting-Pod jetzt drunter? Jo, was haben wir noch? Wir haben noch hier die beiden grünen. Das sind zwei lasergelenkte Bomben. Und wir haben hier noch zwei Sidewinder an den Flügelspitzen. Und die großen grauen Dinger sind Treibstofftanks. Müssen wir noch die Radkeile entfernen, das können wir nicht komplett. Beziehungsweise entfernen lassen. Sehr gut, das sieht gut aus. INS ist ready, nur noch die Flügel müssen ausgebreitet werden, dann wäre das Flugzeug sozusagen startbar und startklar und wir müssen einmal den Schleudersitz scharf schalten. Ist klar. Die Karte blende ich hier mal aus, die brauche ich nämlich eigentlich nie. Also ich benutze sie eigentlich so nicht. Ich benutze tatsächlich immer diese schematische Darstellung hier von allem. Okay, ich schalte hier mal von CV auf NAV und wir können los. Sag erstmal der Bodencrew, dass sie mir die Radkeile entfernen soll. Chief, remove the wheel chocks. Copy. Wheel chocks are now removed. Alles klar, wir können jetzt uns bewegen. Ich blende hier mal meine Kontrollen ein. Also es wäre einmal tatsächlich dann hier links sieht man den Schubregler, rechts die Pedale und den Stick, so kann man nachher folgen, welche Eingaben ich mache, falls es wen interessiert. Ich schalte hier mal die Radbremsen aus.
Was will er denn hier noch? Oh, das passt schon. Und ich drehe mich jetzt hier mal rechts zum Katapult. Das ist jetzt das Ziel, was ich habe. Da würde ich, von da möchte ich gerne starten. Los geht's. Das hat ist mir immer noch zu hell. Das mache ich dann mal ein bisschen dunkler. Ein bisschen schnell sind wir. Ich glaube, das war zu schnell. Ich glaube, ich muss mich nochmal drehen. Scheiße, das war nicht gut. Halt. Gut, dann breite ich mal hier die Flügel aus, wie er das auch jetzt anzeigen wird. So. Und die Flügel werden ausgeklappt. Dann werde ich jetzt mal hier die Bugradstrebe ausfahren, damit ich eingehakt werden kann. Hier unten ganz gut. Da wird jetzt da was aus. Genau, hat sich jetzt ausgefahren. Jetzt muss ich einmal über den Schlitten rollen, damit ich da eingehakt werden kann. Das sieht man auch eigentlich ganz gut. Das zeigt ja da auch schon an, dass ich jetzt weiterfahren soll. Ein bisschen Gas geben. Und rüber da. Sehr gut. Jetzt bin ich im Schlitten eingehakt. So, meine Klappen sind unten. Der links neben mir startet schon. Ich muss übrigens auch die Formationslichter gleich mal anmachen. Kann ich eigentlich jetzt auch schon machen. Obwohl, eigentlich kann man sich jetzt auch nochmal den Start anschauen. Weil es geil ist. Ah. Very nice. So, ich soll jetzt auch meine Triebwerke hochfahren. Das zeigt er schon an, indem er da oben so mit dem Arm so diese Kreiselbewegung macht. Das machen wir jetzt auch mal. Los geht's. Let's burn. So. Ich sage ihm jetzt mal, dass er hier salutieren soll. Los geht's. Wir werden hier runtergeschossen jetzt. Los. All flights, Colt 1-1 is now airborne. Join for mission with me. We will fly east at 2,000 feet. Our first waypoint is Batumi Air Base. Then we will turn north and make a low pass over the airport. Follow my lead and keep your eyes open for anything suspicious. Colt 1-1, this is Uzi 1-1, roger. Dodge copies, sir. Let's make some noise. Chevy 1-1 copies. Colt 1-1, Ford 1-1, copy. Copy. So, ich stelle mir mal den ersten Wegpunkt ein und die Wegpunktsequenz, die ich gleich abfliegen soll. Wir sollen in maximal 2000 Fuß sollen wir Wegpunkte abfliegen. Und ja, ich stelle mir jetzt den ersten mal ins HUD. Hier oben wird er jetzt dargestellt. Ein bisschen dunkler. So. Ich bin 13 nautische Meilen entfernt. Dreh einmal drauf ein. So, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Alles klar, ich stelle mir mal den Höhenmesser ein. Ich packe mir hier mal das HUD hin und hier unten den Radar Warning. Eigentlich brauchen wir das nicht, aber ja, gut. Einmal Licht, das haben wir noch nicht am Flugzeug. Anschalten. Und wenn man jetzt von außen guckt, sieht man auch nichts, aber wenn ich, es gibt noch so einen Switch für Licht, den mache ich jetzt an und wir leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Ja, wir fliegen weiter auf den NAV-Punkt zu. Wir sollen jetzt diese NAV-Punkte an. Achso, einmal zur Mission. Was sollen wir überhaupt machen? Also, es gibt hier Separatisten am Schwarzen Meer.
Die sollen wir dadurch beeindrucken, dass wir relativ niedriger Höhe über die Stadt ballern, also über die NAV-Punkte hier, die in der Sequenz drin sind. Und dann steht noch eine Luftbetankung bei Nacht an, sowie eine Zielübung. Das heißt, mitten da in dem Stadtgebiet stehen so ein paar Ziele rum, die sollen wir mit den lasergelenkten Bomben wegräumen. Jo. We are now reaching Batumi Airport. Prepare to make a left turn in order to reach Batumi Port. Watch your altitude and speed. Colt 1-1, roger, sir. Roger, sir. Dodge 1-1 copies. Colt 1-1, this is Chevy 1-1. Roger. Colt 1-1, roger. So, vielleicht können wir links eindrehen, ungefähr jetzt. Oh, ich bin schon ziemlich tief, aber tief fliegen macht auch Spaß. So, ich drehe mal ein auf den NAV-Punkt, da ist er. Kilometer. Oh, bisschen hoch. Tatsächlich sind wir jetzt wieder gestiegen. There is the port ahead of us. We will continue to make the coastline to the north until we reach Kobuleti. Keep your heads up and do not lose formation. Roger, sir. Following your lead. Roger, sir. Continuing north. Colt 1-1. Chevy 1-1. Raj. Colt 1-1. Roger. Und zu NAV-Punkt 3. 18 Kilometer. Ich kann aber tatsächlich mal auf dem Weg dahin schon mal testen, ob unser Targeting-Pod funktioniert. Und zwar stelle ich dazu mal, obwohl brauche ich gar nicht, ich stelle hier einmal auf Airtruck Ground um. Ach, der ist noch nicht an. Na, gut, dass ich es testen wollte. Der muss jetzt erstmal hochfahren. Sehr gut gemacht. Sieht man, da ist noch nicht ready, der braucht jetzt glaube ich ein paar Minuten. Guck mal nur zurück. Ah, wir können schon mal den Laser einstellen. Also den Laser für die Bomben. Also, das ist hier das sind die Sourcen, die ich unter den Flügeln habe am Flugzeug. So schematisch dargestellt. Das hier zum Beispiel hier, das sind die beiden äußeren Stationen und da hängen die Bomben drunter. Die Laser Guided Bombs. Sir, can we go for a drink in Batumi after landing? Why not, Lieutenant? The only problem is you'll have to swim in order to reach the sword. Fish is a good swimmer. I hear that a lot lately. Come on, knock it off and remain focused. Gut, ich wähle mal die Bombe aus und sag hier einmal bei dem Zünder, dass ich Instantaneous auswähle, also soll sofort hochgehen, und wenn sie das Ziel trifft, und beim Code stelle ich jetzt den Lasercode ein. Ich klicke also hier auf Code, sage jetzt der Lasercode ist 1622, Enter, und das stelle ich hier gleich auch in dem Targeting-Pod ein. Das ist nämlich ganz wichtig, dass man da auch den richtigen Code einstellt, sonst weiß die Bombe nicht, mit welchem Laser-Code sie folgen soll. Roger, sir. Affirmative. Colt 1-1, 4-1-1, roger. Und das machen wir auch mit der anderen Bombe. Die ist jetzt schon auf Instantaneous eingestellt, aber sie braucht natürlich noch einen Lasercode. Muss hier noch zugewiesen werden. Das ist hiermit auch vor. Achso, ich weiß warum. Ich habe vorher nicht Code ausgewählt. 1622. Enter. Und jetzt sieht man, dass sie auch diesen Code hat. Okay, der Targeting-Port ist fertig. Ich mache hier mal den Laser an und dann werden wir gleich sehen. Hallo? Werden wir nicht sehen. Ah, ich muss ihn noch uncagen. Okay, Moment. Ich fliege erstmal den nächsten NAV-Punkt an. Hier sind wir durch. Auf dem HSI. Punkt 3. Ne, Punkt 4 sind wir jetzt und der ist 30 Kilometer in Richtung. Was sind das? 3, 4, 5, 5, 0. 050 oder so. Ja, knapp. So. Okay.
Und ich kann jetzt meinen meinem Targeting-Port sagen, richte dich auf den Wegpunkt aus. Das ist mega praktisch, das mache ich jetzt auch mal, indem ich hier auf Waypoint Designation klicke. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Man sieht schon was, aber es ist halt relativ dunkel. Wenn ich jetzt aber von TV auf Infrarot wechsle, sieht man halt noch mehr. Und so, jetzt kann ich hier den Laser aktivieren vom Targeting-Pod. Nee, kann ich nicht. Die Frage ist, warum nicht? Achso, ich glaube, ich weiß warum. Weil ich nicht im Air-to-Ground-Modus bin. Ich schicke jetzt hier mal ein bisschen höher, bevor ich hier irgendwo gegenfliege. Air-to-Ground-Modus bin ich, aber jetzt, schalte ich mal den Laser an. Jetzt kann ich nämlich... jetzt könnte ich theoretisch die Bomben schmeißen, aber ich muss noch den Targeting-Pod auf den richtigen Bombencode stellen. Das mache ich jetzt. Und zwar klicke ich hier einmal auf 1688, ist noch eingestellt. Das ist der Standardwert. Ich klicke jetzt hier auf 1622. Und jetzt habe ich den richtigen Lasercode für den Zielpod der Bomben einweide gegeben. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Dass wir nirgendwo gegenfliegen. No, I think we are good as we are. I told you guys to knock it off. Sorry, sir. So. Ich habe jetzt zwar wieder die Hände am Stick und am Throttle, weil man sieht hier, man kann das eigentlich ganz gut sehen, es ist hier so ein bisschen, ne, wir haben hier so einen Wald und da wollen wir natürlich nicht so gerne dran hängen bleiben, sonst ist es nämlich ziemlich dunkel und man kann nicht so viel dann sehen. Vielleicht gucken, dass wir unter 2000 bleiben, sind wir schon ein bisschen höher. Wir müssen nämlich gleich, damit die Mission auch richtig abgeschlossen wird, in der richtigen Höhe über das Rollfeld da ballern. Über den Flughafen, also unter 2000 auf jeden Fall. Ich glaube gar nicht, hier noch gar nicht, sondern es ist entscheidend beim nächsten Wegpunkt. So, 2-1, 2-8, 2-4 und ich gehe mal wieder in den Autopiloten. Sind wir hier bei 1-8, das ist völlig okay. Und kann man hier schon links sehen. So kann man halt die Welt da durch den Targeting-Pod sich angucken. Und so lassen wir nachher auch die Bomben fallen. Na, bei dem Wegpunkt sind Ziele aufgestellt. Der Targeting-Pod wird automatisch dann auf den Wegpunkt geslaved. Da sind die Ziele schon aufgebaut und wir müssen nur noch feinjustieren, die Ziele fest designieren und die Bomben drauf werfen. Das ist relativ einfach, wenn man Zeit hat. Wenn man wenig Zeit hat und unter Beschuss ist und so oder keine Ahnung noch was bedenken muss, ist das alles ein bisschen stressiger. Okay, da ist das eine Rollfeld. Okay, the base is right in front of us. We will fly above it and we will make a left turn. Roger, sir. Hooters, copy. Chevy 1-1. Cold 1-1, affirmative. Mein Informationslicht auch an? Ja. Sehr schön. So, gleich machen wir den Left Turn. Alles klar, auf den nächsten Wegpunkt umschalten und den Left Turn machen. Können wir noch ein bisschen härter am Stick ziehen. Ach, wie schön das aussieht. So.
Ich resette mal kurz mein Track IR. So, ist klar. Jetzt hat man gerade gesehen, dass sich der Targeting-Pod, dass der jetzt mal, dass der gemerkt ist, also maskiert ist. Das heißt einfach, er kann jetzt nicht mehr da hingucken, wo er vorher draufgeschaltet war. Einfach durch die Lage des Flugzeugs, die sich jetzt ja geändert hat. Okay, wir halten voll noch auf den Punkt zu. Warum ist die Maschine so ruhig? Also, warum lässt sie sich so. Fliegt sie sich eher wie so ein Raumschiff als so ein Kampfjet? Also, es liegt daran, dass es ein Fly-by-Wire-Flugzeug ist. Da ist halt schon eine Menge Elektronik drin und das Flugzeug fliegt halt automatisch fast schon, sagen wir mal. Das heißt, alle Eingaben, die man in den, macht über den Stick und über den Throttle und so, werden vom Flugcomputer interpretiert und an das Flugzeug weitergegeben und dann so ausgeführt, dass dem Flugzeug nicht wirklich was passieren kann. Was meine ich damit? Wenn ich in dem Flugzeug den Stick voll nach hinten reiße, um die Nase hochzuziehen, wird das Flugzeug diese Eingaben so interpretieren, dass ich auf jeden Fall schnell steigen möchte. Und das wird es auch tun, aber in einem solchen Maße, dass ich durch die G-Kräfte okay, A nicht das Bewusstsein. Das wird das Flugzeug tun, indem ich A das Bewusstsein nicht verliere in dem Fly-by-Wire-Modus. Durch die G-Kräfte und B auch nicht, dass sich das Flugzeug selbst beschädigt und durch die Kräfte irgendwie auseinandergerissen wird. Das ist zum Beispiel in der F-14, in der Tomcat, anders. Wenn ich da den Stick volle Kanne nach hinten ziehe, bei einer sehr hohen Geschwindigkeit kann ich das auf jeden Fall machen. Aber das wird das Flugzeug wahrscheinlich auseinanderreißen, weil die Eingabe direkt in die Steuerelemente vom Flugzeug erfolgt über den Stick. Das Flugzeug kontrolliert vorher nicht, ob das eine gute Idee ist. Das macht es einfach. Deswegen, also eine F-14 ist da deutlich anspruchsvoller. Die muss mit ganz wenig Stick sozusagen geflogen werden. So, wir fliegen jetzt hier über die Runway unter 2000 Meter und gucken wir mal, ob das funktioniert. Okay. Roger, Sir. See you on deck. Thank you, sir. Hooters returning to base. Yes, sir. Returning to base. Cold 1-1, Fold 1-1. Thank you, sir. Returning to base. 2. Follow my lead. Roger, sir. Gut. Ich sage jetzt, dass ich tanken möchte. Erstmal müssen wir jetzt den Tanker auch gleich finden. Das machen wir gleich über den Tarkan-Sender. Ich gucke mal hier ins Briefing. Da ist der Sender vom Tanker drin. Das ist die 13X. Und das stellen wir jetzt auch mal ein. Ich kann mal den Data-Link hier einstellen. Hab ich nämlich vergessen. So, ich will jetzt hier die Tankmission machen. Das muss ich der Mission noch sagen. Ups. F10 Refuel Mission Do Not Skip. Gain altitude in RV with the tanker at 16,000 feet. Tank hand for tanker is 13th X-ray. It'll be easier to find it this way. Tanker speed is approximately at 230 knots. 13? Ja, 73. Roger, sir. Setting tank hand to 13 X-ray. Hab ich falsch geguckt? 13, tatsächlich. Okay. Gut, ich stelle mir die 13 mal ein. Ups. 13. Enter, on und auf Air. Jetzt müsste mir gleich der Tarkan. Nicht funktioniert. Jetzt. Ich schalte mir hier mal die Sequenz raus, weil ich jetzt nur dem Tarkan folgen möchte. Und der Tarkan ist jetzt da. Nee, hört mir. Moment. Dann müsste jetzt mir hier gehighlightet werden und zwar voraus. Aber mir fehlt da noch irgendwie. Nehmen wir dann noch so ein paar Infos. Zum Beispiel, wie weit das Ding weg ist. Achso, X-Ray. Sorry, alles klar. 22 Kilometer nautische Meilen, vergesse ich immer.
und auf 16.000. Ich war noch auf, das hat man gerade gesehen. Der Autopilot hat mich ein bisschen festgehalten, als ich hochziehen wollte. Das macht da bis meine Eingabe über 20% Toleranzwert gehen, dann schaltet sich der Autopilot automatisch ab. So. 17 Kilometer, was ich jetzt mal mache, ich schalte auf Air-to-Air. Einfach nur, um schnell das Radar zu aktivieren. Dass ich noch anschalten muss, habe ich auch vergessen gerade. Und jetzt müsste man den Tanker auch eigentlich schon aufs Radar bekommen. Ich schalte mal kurz den Sidewinder-Ton aus. Wieso sehe ich den Tanker nicht? Ich kann ihn schon mal anfunken. Da ist er. Ich schalte ihn jetzt mal auf, damit ich ihn besser anfliegen kann. Ich glaube nicht, dass man das eigentlich so macht. Aber ich mache es jetzt einfach. Jetzt habe ich noch ein besseres visuelles Feedback. So, wir sind jetzt schon auf 15.000. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Das ist normal, dass man ab und zu mal so einen Log verliert. Ich schalte ihn mir wieder auf. 9 nautische Meilen entfernt. Ja, ich fliege ihn jetzt weiter an. The tanker, Lieutenant. You've done this before. They will give us some fuel and then we can head to the range. Roger, sir. It seems a bit easier during the day. You've done this procedure many times. There is no reason for you to worry. Just take your time. There is no need to rush. I know, sir, but this time I don't have much fuel left. Follow my lead and everything is going to be okay. Roger, sir. So, 4 Meilen. Der fliegt 260 Knoten. Ich fliege jetzt noch 430, also ich bin viel zu schnell eigentlich. Deswegen werde ich jetzt langsam abbremsen. Und ich fahre jetzt auch schon mal den Tankstutzen aus. Sieht man jetzt vorne, wie er rausfährt. Ist einfach noch ein bisschen früh. Ich gehe mal ein bisschen weniger Range vom Radar, damit ich da ein besseres Feedback kriege. Genau. 2,5 Kilometer, 400 Knoten, wir müssen eigentlich auf 260 runter, damit wir mit dem Tanker gleich gut Formation fliegen können, um dann auftanken zu können. Wir sind viel zu schnell und ich lasse mal ein bisschen, sieht man unten links jetzt auch, dass ich weniger Schubhebel benutze. Das ist gleich übrigens vielleicht eine wichtige Info. Beim Tanken kann man gleich unten sehen, was ich alles mache mit dem Throttle, also dem Schubregler und dem Joystick, nur um am Tanker dran zu bleiben. Weil ganz viele kleine Kurskorrekturen, Eingaben nötig sind, um beim Tanker zu bleiben. Und ich werde auch gleich nicht viel reden können, weil ich mich da immer so konzentrieren muss. Gerade beim Einführen des Tankstutzens in den Basket. Es geht schon das Licht an da vorne. Ich fahre noch mehr Geschwindigkeit runter. Oh, ich bin doch zu schnell. Ah, komm schon. Bremsen tue ich jetzt nicht. Ich nehme einfach nur Geschwindigkeit weg. Das könnte aber noch reichen. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich gebe wieder ein bisschen Geschwindigkeit rein. Und wir sind gleich bereit für den Pre-Contact. Ja, das Kreuz ist da jetzt, wird da jetzt eingeblendet, weil ich da nicht drauf schießen soll. Oder ich glaube nicht kann, weil ich meine Waffen nicht gearmt sind, aber es wäre eh keine gute Idee, weil ich dann einen Friendly angreifen würde und bei dem ich auftanken will. Deswegen ist nicht beachten, das Kreuz ist egal. Was halt wichtig ist, ist halt das rote Licht, da muss ich hin. Das ist die linke Tragfläche, die Spitze, und da ist halt dieser Kasten dran, wo gleich der Basket rauskommt.
Und in dem Basket muss ich hier den Tankstutzen einführen. Deswegen das da, das rote Licht, ist meine ganze Welt. Da muss ich jetzt näher ran. So, sieht schon ganz gut aus. Bin gleich ready für Pre-Contact, würde ich sagen. Ich versuch mal. Sehr gut. Jetzt fährt er gleich den Tankstutzen raus. Und das Spannende ist gleich, den überhaupt zu sehen im Dunkeln. Wir leuchten den gleich an mit unserem Rüssel. Rüssel, sag ich schon. Nee, mit dem Rüssel. Da ist, glaube ich, ein Scheinwerfer irgendwie dran. Noch sehe ich ihn allerdings nicht. Doch, da ist er. Sehr schön. Und jetzt ist gleich das Ziel. Das Teil, wo der Schlauch rauskommt, den ins obere Hut zu bringen, also oben, Mitte, rechts, sondern, und nicht den Basket anzugucken, sondern das Teil da oben in dem roten Licht. So, das mache ich jetzt und gucken wir, ob ich ihn gleich schon beim ersten Versuch da reinkriege. Ich konzentriere mich nicht auf den Basket, sondern das Teil da drüber. Tatsächlich. Okay. Und jetzt muss ich ein bisschen Schub wegnehmen. Ein bisschen die ganze Zeit das Kurskorrektur machen. Ich hänge da jetzt nicht so viel rumhampeln. You are good to go. Once again, thank you. Come on, Lieutenant, let's go. Roger, sir. Come on, let's head to the range. Follow my lead. Roger, sir. Bleib jetzt noch ein bisschen dran, bis er voll ist. Okay, ich kipp nach links weg. Fahr mein Rüssel ein. Wir sind vollgetankt. Ich gehe auf meinen HSI. Hol mir den Wegpunkt 7. Pack mir den oben hier ins HUD. Okay, ich sehe nichts. Schätze ich mal, dass alles frei ist. Wahrscheinlich nicht, aber. Egal, ich kipp ein bisschen weg runter. Und da müssen wir hin. So, ich gehe mal ein bisschen runter, so auf 8000 Fuß oder so. Und dann geht es erstmal jetzt eine Weile geradeaus, 30 Kilometer, aber das ist ja auch immer schnell geflogen in so einem Kampfjet. Kaffee ist wichtig, so. Steige, finde ich gar nicht. Ah, sieht man auch schon die Küste da vorne. Aber wir können schon mal auf den Air-to-Ground-Modus umschalten. Ist der Laser an? Nein, jetzt ist der Laser an. So, das ist immer ganz wichtig. Vor jedem Bombenabwurf muss der Laser neu angeschaltet werden. Das sieht ja eklig aus. Ich cage mal auf den Waypoint. Hole ich mir mal kurz das HSI. Okay, da sieht man schon was. Da kommt jetzt auch die Bombenfahrlinie, da müssen wir hinfliegen. Und man kann Laura wahrscheinlich auch sogar schon aus der Entfernung hier schon was sehen. Ich mache mich schon mal scharf. Ich
heißt, jetzt könnte ich theoretisch die Waffe ab, die Bomben fallen lassen, aber wir können da jetzt schon mal reinzoomen. Da müsste man jetzt schon die Ziele sehen können. Ich wähle mal kurz den Sensor aus, also den Targeting-Pod. Und zoome da mal rein. Da sind die Ziele. Die beiden weißen da. Ja, sieht gut aus. Ich sag, eigentlich ist das aus der Entfernung jetzt das schon anzuvisieren, ist eigentlich Quatsch. Also kann man schon machen, aber man muss halt die ganze Zeit nochmal korrigieren, denn man macht jetzt natürlich eine optische Zielerfassung und platziert hier diesen Sensor auf dem Ziel. Das Ding ist nur, dass das nicht, dass wir jetzt halt nur glauben gerade, dass wir den anvisiert haben tatsächlich. Wahrscheinlich aber, viel wahrscheinlicher ist, dass der tatsächliche Zielpunkt hinter dem Tank, hinter dem Übungsziel ist. Denn wir gucken jetzt gerade schräg von oben drauf. Und wenn man da schräg von oben drauf guckt und die Sichtlinie ganz bis zum Ende sich weiter überlegt, gucken wir jetzt halt ja von der Seite drauf und der eigentliche Zielpunkt ist hinter dem Ziel. Deswegen ist es immer eine gute Idee tatsächlich, das mache ich jetzt auch mal. Ja, wir bleiben jetzt mal auf der Höhe. Es ist immer eine ganz gute Idee, finde ich, tatsächlich den Zielpunkt so ein bisschen unter dem Ziel tatsächlich zu platzieren. So. Okay, Lieutenant, the range is a few miles out. Fence in to hit those targets as briefed. Roger that. So, jetzt soll ich hier meinen Kollegen hier drauf feuern lassen. Das mache ich jetzt mal. Angreifen. Oh Gott. Bodenziele ist F5. Ne, das war falsch. Ne, das war falsch. Ich wollte Bodenziele angreifen. Okay, macht er jetzt. Alles klar. Ich bin auch gleich so, in 50 Sekunden soll ich meine Bombe abwerfen. Das mache ich jetzt auch gleich. 45 Sekunden kann man jetzt im HUD sehen. Und da wird Folgendes passieren. Es wird von oben eine kleine Linie nach unten fallen. Und wenn die meinen Velocity-Vektor trifft, also dieses runde Teil, das jetzt gerade in der Bombenfalllinie verschwunden ist, dann muss ich die Bombe abwerfen. Und das mache ich auch. Also sie ist jetzt lasergestützt und letztendlich wird die Bombe, das letzte Stück wird sie dann halt per Laser fallen. So, gucken wir mal. 19 Sekunden noch. Und 12 Sekunden noch. 9 Sekunden. 6 Sekunden. Ich drücke jetzt schon mal den Auslöseknopf und sie wird erst fallen, wenn der Punkt trifft. Und jetzt gucken wir mal, Feuerwerk oder nicht. Na? Ich kann noch ein bisschen korrigieren. Besser ist das. Oh, ich glaube, das wird nichts. Doch. Nice. Röms. Geil. Super. Das macht Spaß. Das Beste ist, wir haben noch eine Bombe. Wir haben noch eine zweite. Müssen wir die Maschine ein bisschen austrimmen. Denn was jetzt passiert ist natürlich, ich habe, glaube ich, ja, rechts die Bombe abgeworfen. Sieht man auch hier auf dem DDI, dass hier jetzt die Bombe fehlt. Das heißt, dass ich jetzt links mehr Gewicht habe. Und die Maschine jetzt prinzipiell ein bisschen mehr sich nach links rollt. Yes, sir. You did an excellent job. I hope you are joking. From what I can recall during training, you had the lowest percent of vultures. No, no, sir. But we're in hostile waters now. Hostile, we're friendly. The water is the same. I can assure you that you'll be fine. So. Ich drehe jetzt nochmal. Geht ein bisschen Gas in der Kurve, weil wir da immer ein bisschen Höhe verlieren. So. Ja, ja, ist ja gut. So. Drehen wir uns mal ein bisschen.
Boah, 70 Sekunden, das meine ich. Also, das ist ein bisschen wackelig hier. So. Okay, ich gehe einmal hier auf mein Bildschirm. Oh, ja, mein Kollege macht auch nicht mit. Aber vielleicht hat er uns ja noch was übrig gelassen. Haben wir da noch ein Ziel? Ja. Alles kaputt gemacht hat er. Aber ich schmeiße da auch noch mal was drauf, weil es so schön ist. Oh, ich muss den Laser wieder scharf machen. Und ich schmeiße da jetzt auch noch mal eine Bombe drauf. 18 Sekunden noch bis zum Abwurf. Dann geht's ab zum Flugzeugträger zurück. 9 Sekunden. So. Gleich müsste die Bombenlinie da von oben wieder durchfallen. Okay. Und meine Bombe ist auch unterwegs. Jetzt müssen wir noch mal eine Explosion sehen. Na? Da war doch noch ein Ziel. Sehr schön. Nice. Doch noch was kaputt gemacht. Man kann halt, hatte ich noch auf dem letzten Meter immer noch so ein bisschen den Zielpunkt verändern, habe ich auch noch gerade versucht. Das berücksichtigt die Bombe. So, wir steigen gerade wieder so ein bisschen. Es ist arschdunkel. Ich stelle mir mal fast den Autopiloten ein. Ja, er bearbeitet das jetzt noch mit Guns, das Ziel. Wir gehen nach Hause. Ich schalte mich erstmal hier aus dem Air-to-Ground-Modus auf, schalte mich jetzt unscharf und gucke jetzt erstmal im Briefing, was der Carrier für einen Tarkan-Sender hat. Er hat die 73X und ICLS, das Carrier Landing System, ist die 11. Nice. Okay, das heißt, ich schalte mir jetzt einmal die 73 ein und nicht mehr Air, sondern Ground, also ja, nicht Ground, also C ist es in dem Fall ja, also der Carrier. Nicht weit sind wir anscheinend weg. Sind wir so nah dran am Carrier? Das würde mich jetzt mal kurz cheaten und spicken. Ich bin verwirrt. Egal. Und das ILS, da schalten wir auch mal kurz die 11 ein. Enter und on. Ich blende mir jetzt hier einmal das HUD ein. Nee, anders. Hier das HSI. Den Tarkan-Sender. Nee, hier würde ich gerade sagen, 17 Main ist er weg. Hier die Checklist, weil ich gleich mal checken will, wie schwer wir sind. Wir sind noch viel zu schwer für die Landung. Wir müssen so auf 32.000 Pfund. Das machen wir gleich durch Nachbrenner und Fuel Dump. Also wir lassen Sprit ab. Und hier hauen wir nochmal das HUD hin. Okay, wir funken mal den Carrier an und sagen ihm, dass wir kommen. Kann uns auch gleich mal schon mal seine Peilung mitteilen. Das ist die... Okay, das Wichtigste gerade war für mich das Final Bearing, das er durchgegeben hat, die 318, weil das ist der Kurs, den der Carrier fährt. Den stellen wir uns jetzt mal ein, weil wir den brauchen, um zu bestimmen, wie wir ihn anfliegen können gleich. Wir müssen ihn ja von hinten anfliegen. Also, ich stelle mir mal den Kurs von ihm ein, das war die 318. Genau, 318, also er fährt in die Richtung. Wir fliegen jetzt in die entgegengesetzte Richtung, weil wir fliegen ihn gleich von hinten an. 9 Grad ungefähr, also in seine Mittschiffsrichtung versetzt nach links, weil das Landedeck 9 Grad versetzt ist. Das ist nicht genau in der Mitte. Okay, wir fliegen jetzt 20 Kilometer von ihm weg, steigen auf 8000 Fuß dabei und dann sinken wir innerhalb von 10 nautischen Meilen auf 1200 Fuß. Und fliegen dann die letzten 10
Meilen auf dieser Höhe den Carrier an. Das ist so ein Navy-Pattern, nennt sich Case 3, dass man im Dunkeln fliegt. Ich kenne das Pattern nur ungefähr, die genauen Prozeduren kenne ich noch nicht. Das heißt so, die Funkdisziplin in dem Pattern ist mir noch nicht so ganz geläufig. Aber ich weiß ungefähr, wie man fliegen muss. Tatsächlich, also was man da tut. Also man startet auf 8000 Fuß, 20 nautischen Meilen hinter dem Carrier, sinkt von 20 bis 10 auf 1200 und fliegt dann die letzten Meilen den Carrier auf der Höhe und recht langsam an. Und das machen wir jetzt auch. Ist ein bisschen langweilig, aber man kommt so ganz gut runter im Dunkeln, weil das doch schon ein bisschen schwierig ist. Also was heißt schwierig? Es ist halt, man fliegt halt nur nach Instrumenten. Und nachher sieht man den Carrier zwar, aber muss doch schon ein bisschen aufpassen. So, drehen gleich einmal ein auf den Carrier. Ich drehe jetzt schon mal ein. Ist zwar nicht ganz 20, aber ist mir egal. Ein bisschen Gas dabei. Oh, wir müssen noch spritlos werden, fällt mir gerade ein. Ich stelle den Fuel Dump auf On. Und wenn was los wäre, ich darf es nur nicht gleich nicht vergessen. Könnte es helfen, dass ich mir gleich nochmal ein Bingo einstelle? Dass wir da gleich zu viel loswerden. Aber wir müssen jetzt noch ein bisschen was loswerden, tatsächlich. Das ist nämlich viel zu schwer. Mal gucken, vielleicht müssten aber eigentlich genug loswerden. Oh, wir sind zu tief. Egal, ich mach das jetzt so. Wir sind zu hoch jetzt tatsächlich gerade. Und der Carrier müsste jetzt gleich direkt voraus sein. Jetzt müsste ich ihn schon sehen können. Wir sind viel zu hoch. Oh Mann, Tede, ey. Weiter runter. So, ich stelle mir jetzt nochmal schnell einen Bingo-Wert ein. Wo war das nochmal? War das nicht hier? Ja. Ich stelle ja mal auf 4000. Das heißt, wenn wir bei 4000 immer noch im Fuel-Dump sind. Altitude. Ja, ich weiß. Wo ist der Carrier? Vorne ist er. Da blinkt das schon grün. Ich sag jetzt mal, dass ich... 101, commencing. State 8.4. Altimeter 29.9 So, 6 Kilometer, 1200 Fuß, das ist gar nicht so schlecht. 800 Fuß, ich gehe jetzt mal in ein etwas. Ich bremse jetzt mal. So, 500 Fuß. Okay, Bremse raus. Fahrwerk raus, bei 250 ungefähr. Achso, den Haken raus. Und die Klappen auch raus. 300 Fuß ist ein bisschen zu tief. Und da oben, wir müssen jetzt... Ah, ich schalte mal das ICLS, das ILS mit ein. Okay. Wo ist das Licht? Ah, wir steigen zu drei Lauten, ist das Licht. 3 Kilometer. Ja, ich weiß, es ist zu tief. Okay, wieder runter, 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 runter. Das ist okay. Müssen wir ein bisschen Throttle werden. Jetzt müssen wir gleich den Ball. Da links kriegen wir jetzt diese Anzeige. Wir müssen gleich so fliegen, dass dieser gelbe Ball, der da gleich kommt, in der Mitte ist. Jetzt sind wir gerade ein bisschen zu tief, würde ich sagen. So, okay. Das sieht gar nicht so scheiße aus. So, gleich gucken, was das passt.
Es ist dunkel. So. Mal schauen, ob wir da gut drauf kommen. Oh oh. Könnte ein bisschen zu flach sein. Oh ja, scheiße. Und hoch, 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 hoch. Das war knapp. Die machen wir ja nochmal. Wir sind viel zu flach reingekommen. War nicht gut. Ich stelle mir kurz den Fuel Dump aus. Aber wir fliegen einfach nochmal an. Boah, das war echt knapp gerade. Echt erschrocken, weil irgendwie konnte ich das Landedeck nicht richtig sehen. Ja, für zwei, drei Anflüge haben wir noch genug Sprit. Also, alles ist gut. Jetzt mal ein bisschen weg vom Carrier. So, auf 10 Meilen oder so fliegen wir ihn nochmal an. Ein bisschen tiefer gehe ich auch wieder. So, wir halten mal die Höhe. Nicht ganz so schnell, wie wenn ich noch mehr Sprit verbrauchen. Und sind schon recht schnell unterwegs. Okay. Tja, das war gerade. Kann halt passieren. Es lag auch ein bisschen daran, dass wir zu tief rangeflogen bin. Eigentlich soll man, glaube ich, so auf höchstens 370 ranfliegen. Auf 370 Fuß ist das Niedrigste, was man fliegen soll, weil du sonst nicht mehr das Deck sehen kannst. Und den Winkel, den Winkel, glaube ich, verpasst. Ja, umso flacher du anfliegst, gerade jetzt im Dunkeln, umso schlechter siehst du das Deck. Okay. Ich gehe jetzt wieder in die andere Richtung. Ich drehe mich jetzt wieder um. Wir sind natürlich noch immer noch sehr schnell. So, da unten ist der Carrier. Ich sage ihm jetzt wieder, dass wir. Ja, ich brauche ihm also Bescheid sagen. Eigentlich. Erstmal müssen wir runter. Nützt nichts, wir müssen runter. So. Carrier müsste irgendwie so links. Da ist es gerade rot. Das heißt eigentlich, dass wir nicht landen sollen, aber ich mache es jetzt trotzdem. 101, checking in, 9 miles. 101, approach, final bearing 318. So, mal Bremse wieder rein. Oh, scheiße. Das war knapp. Ich habe irgendwie gerade richtig gepennt. So. Das war richtig knapp. So. Fahrwerk raus, Klappen raus. Der Haken ist noch draußen. Froh, wenn ich unten bin, ey. Das ist heute kein guter Tag. Irgendwie mache ich zu viele Fehler. Wir sind noch zu hoch. 1300 ist viel zu hoch. 5 Kilometer, also das kriegen wir noch abgefangen, aber. Geil ist das nicht. So, jetzt müssten wir relativ schnell Höhe verlieren. Guck, dass wir auf einem guten AOA sind. Dass wir den Gleitfahrt On-Speed auf dem On-Speed AOA anfliegen, den Gleitfahrt. Sinken wir langsam, das ist okay. Noch ein bisschen höher. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Würde ich sagen.
man kann wieder links sehen, was ich alles mit dem Schub mache und mit dem Stick. Das ist jetzt ein gutes Setup, finde ich. Wenn da so raufkommen, ist gut. 650 Fuß, 130 Knoten. Mal schauen. Es kommt auch schon die Anzeige für den Ball. Die hat man natürlich in echt nicht so, sondern man muss halt die Anzeige am Carrier muss man halt sehen. Ne? Muss man halt ein bisschen drauf achten. So ein bisschen gesunken. Wahrscheinlich, weil ein bisschen Geschwindigkeit weg ist. Ja. Das ist der Bingo-Wert, der jetzt erreicht worden ist. Das heißt, ich habe jetzt nur noch 4000 Pfund an Kraftstoff. Aber wenn ich jetzt das nicht verkacke, bin ich ja auch gleich da. So, da ist das Flugdeck. Ich peile jetzt so ein bisschen den Raum vor dem Flugdeck an, dass ich da irgendwie runterkomme. Okay. Gucken wir mal. Sieht eigentlich ganz gut aus. Vollgas. Jo, und wir sind gelandet. Haken hoch. Und das Flugdeck räumen. Ich muss ja noch die Flügel einklappen gleichzeitig, aber das sollte jetzt erstmal gewesen sein. Bremsen stehen wir drin. Ich mache mal kurz die Parkbremse rein. Hui! Fertig! Ah, jetzt soll ich mir immer noch kurz einen Screenshot machen, weil den Code müssen wir nachher die nächste Mission eingeben, damit die gleich diese Mission reagiert halt dynamisch, also das soll eine dynamische Kampagne sein, je nachdem wie viele Ziele man kaputt macht oder Targets irgendwie erfüllt in der Mission, kriegt man am Ende hier so einen anderen Code. Wenn man den Code am Anfang dann ins Navigationsmenü angibt der nächsten Mission, stellen sich so dann die Parameter ein, ne? Also so wird die Mission halt dynamisch. Anhand des Ergebnisses des letzten Ergebnisses wird halt die neue Mission dann sozusagen erstellt. Ganz cool. Habe ich noch nie ausprobiert. Jetzt kann ich hoffentlich diese Mission hier beenden. Und ich bin dann sozusagen in der nächsten. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich beende jetzt mal die Mission. Und bitte stürzt nicht ab. So, klicke jetzt hier mal auf Missionsende. Cool, jetzt wären wir in der dritten Mission. Ja, ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Man konnte sehen, wie die Mission funktioniert. Und ich denke mal, ich werde noch ein paar mehr Videos machen von der Operation Pontus. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Bis dann!